Die Sport- und Lehrschwimmhalle in Schöneberg war am Wochenende pickepacke voll und das aus gutem Grund. Die Schwimmjugend versammelte sich zu den Berliner Jahrgangsmeisterschaften, um die schnellsten Hauptstadtkids im Kühlen nass zu küren. Also es ist natürlich eine Ehrung für die Leistung und wie doll wir uns im Training anstrengen. Und es ist eine Belohnung für uns selbst, dass wir, also es ist für unsere ganze Leistung, die wir da reinstecken. In den bekannten Disziplinen Schmetterling, Freistil, Rück und Brust pflügten die Junioren im Alter von 9 bis 18 Jahren durch das Becken am Sachsendamm und lieferten Höchstleistungen ab. Da war in jedem einzelnen Lauf Spannung programmiert. Bei einer solchen Fülle an Disziplinen und Altersklassen mutierte die obligatorische Ehrung der Sieger fast schon zu Akkordarbeit für Veranstalter und Athleten. Also ich muss sagen, es ist nicht gelogen, aber ich bin extrem zufrieden. Das war also auch bei den jüngeren Jahrgängen eine ganz tolle Veranstaltung. Die haben auch trotz mehrerer Starts und sehr vielen Starts bei den jüngeren Jahrgängen ihre Leistung also wirklich pulverisiert vom letzten Jahr. Und das zeigt also, dass auch die Kinder noch Moral haben und auch sowas durchs Training auch über längere Zeit durchziehen können. So kurz vor Ende der Schwimmsaison muss aber nicht nur die Moral stimmen, sondern auch das, was beim Schwimmnachwuchs auf dem Teller landet. Ich würde sagen, Ernährung hat einen ziemlich großen Anteil daran, weil es gibt halt gute und schlechte Kohlenhydrate und wenn man sich da halt vertut, dann kann man auch seine Leistung nicht so erbringen, wie man es will. Doch kein Grund zur Sorge, Leistungen wurden durch die Bank weg abgerufen und so waren die Berliner Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen eine gelungene Veranstaltung für alle Beteiligten.